Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt DTM Race Driver 2. Das Spiel heißt auch Toga Race Driver 2. Aber hier in Deutschland ist es ein DTM Race Driver. Deswegen also für die Leute, die jetzt live zuschauen. Ich habe das bei Twitch jetzt als Toga Race Driver 2 reingepackt. Im Titel steht dann aber nochmal beide Varianten. Ich meine, es sind beides die identisch gleichen Spiele, nur der Name ist halt anders. Meine ich jedenfalls. Also ich habe jedenfalls entweder den oder den dritten Teil mal gespielt und es war irgendwie das gleiche. Deswegen gehe ich einfach davon aus. Ja, Mann, der Ahnungslose. So, den ersten Teil haben wir relativ fix abgebrochen, weil die Steuerung einfach scheiße war. Bei diesem Teil hoffe ich, dass die Steuerung etwas besser ist. Ansonsten wird das hier ein sehr kurzes Projekt wieder werden. Bisschen aber trotzdem hochladen werde. Weil der erste Teil, obwohl ich ihn echt nur, ich weiß gar nicht, wie lange 20 Minuten gespielt habe, hat trotzdem gute Klicks bekommen. So. Nö, wir nennen uns nicht Spieler 1. Das mache ich sonst immer ganz gerne, weil ich einfach zu faul bin, irgendeinen Namen einzugeben. Aber jetzt geben wir hier den Takiro ein, damit die Welt auch gleich weiß, wer der Boss ist. So, Nationalität stimmt soweit. Code M habe ich nicht. Fahren. Machen wir da. Lenkungsspanner pro Simulator ist viel schwerer als die der Vorschau und ist nur für Spieler, die ein Lenkrad haben und gewöhnt sind. Alles klar, das ist Getriebe. Stärkeniveau niedrig. Das gefällt mir. Grafiken. Ja. Sound auch soweit in Ordnung. Fangen wir an. Ich glaube, es gibt so ein Proberennen, glaube ich. Um ins Spiel reinzukommen. Ja, es hängt immer davon ab, wie ich die Kurven fahre. Deswegen Hockenheimring. Eigentlich eine einfache Strecke. Wenn man es halt hart verkackt, dann ja. Also, ich habe das Rennen Platz 1 abgeschlossen, easy, und ich habe auch sehr häufig komplett verkackt. Vorsicht, Junge, mit Crashes wie diesen kommst du nicht weit. Okay, Junge, denk dran. Je fester du die Bremsentaste drückst, desto stärker bist du abgebremst. Drückst du die Bremsentaste zu lange, blockieren die Reifen und du kannst nicht mehr lenken. Es empfiehlt sich, auf der Geraden zu bremsen, dann in die Kurve zu fahren und wieder Gas zu geben. Taste drückst, desto schneller beschleunigst du. Der Balken unter dem Tachometer zeigt dir an, wie viel Gas du gibst. Du möchtest deine Perspektive ändern? Drücke die Dreieckstaste. Denk daran, du kannst im Windschatten nicht hinter anderen Wagen fahren. Das mindert deinen Luftwiderstand und hilft dir, an ihnen vorbeizuschießen. Ja, ist sehr sensibel, das Ding. Ich muss mich erstmal an die Steuerung gewöhnen. Boah, ich habe lange kein Rennspiel mehr gezockt. Nein. Scheiße. Okay, Junge, komm rein und wir reden. Ah, war nicht so gut. Was genau war das? Du sollst ja Rennen gewinnen, Junge. Nicht Autoscooter fahren wie auf dem Rummelplatz. Mann, wenn du Fahrproben sammeln möchtest, fahr zum Baumarkt. So kriege ich wenigstens keinen Herzinfarkt. Holt ihn euch, Jungs. Eieiei. Gar nicht so schlimm. Ein wenig harte Arbeit und er sieht wieder aus wie neu. Okay, mein Freund. Du hast Potenzial, aber das war's auch schon. Wenn du den Masters Grand Prix erreichen willst, brauchst du zwei Dinge. Professionelle Fahrleistungen und jede Menge Geld. Jetzt komm mit in mein Büro. Willkommen zu Hause. Wir haben einfach alles hier. Fernsehen, Onboard-Simulator, Schreibtisch, damit du dein nächstes Rennen planen kannst. Und wenn du einen Überblick haben willst, sieh dir das an.
Sieh her, zurzeit befinden wir uns hier. Und hier wollen wir hin. Du kannst es in 8 Saisons dorthin schaffen. Das sind ungefähr 24 Meisterschaften. Aber im Augenblick müssen erst einmal Preisgelder gewonnen werden. Und was steht zuerst an? Deswegen mag ich zum Beispiel Grid. Ist ja das Gleiche. Ah. Gut, ich muss mich an die Steuerung leider erstmal gewöhnen. Ich meine, hier war es, glaube ich, wir konnten immer aussuchen zwischen 3 Rennen, was wir machen wollen. Glaube ich jedenfalls. So, 2% haben wir bereits abgeschlossen. Okay, Simulationsmodus, freies Rennen. Einmal kurz Option, okay, das haben wir schon. Machen wir mal Laufbahn fortsetzen. Genau. Saison 1 erzielen Sie hohe Punktzahlen und gewinnen Sie in dieser Saison 100.000 Preisgeld. Halten Sie auch nach neuen Sponsoren Ausschau. Meisterschaftstitel erreichen Sie einen Podiumsplatz, um sich für die kommende hochdotierten Rennen zu qualifizieren. So, wir haben einfach Convertible World Cup oder Mustang. Das sind, glaube ich. Schauen wir mal die Dinger. Oh, ich glaube, mit dem DB noch was habe ich gar keine Chance. Okay, wir haben 2 Stück, glaube ich, ne? Okay, wir müssen auf jeden Fall einen Podiumsplatz schaffen. Wir probieren es mal. Wenn's, wenn wir zu schlecht sind, dann, ja, weiter. Ja, ich hab lange kein Rennspiel mehr gezockt, deswegen, Also, das letzte war Colin McRae Rally. Aber das ist dann halt schon wieder ein bisschen was anderes. Okay, Mann. Vergiss nicht, in dieser Meisterschaft kommt es darauf an, aufs Podium zu kommen. Auf diese Weise qualifizieren wir uns für die großen Rennen. Gib weniger Gas, wenn die Räder nicht durchdrehen sollen. Ja, chill doch. Gillette, nice. Okay. So eine scheiß Kurve ist das. Also lieber vorsichtiger. Das Problem ist, mache ich hier sofort einen Unfall, ja. Gibt sofort Probleme mit dem Auto. Und wir haben ja dann leider keine Rückspulfunktion wie bei Forza oder ich glaube Grid hat das auch eingeführt, was ich ziemlich gut finde. Ich glaube Grid hat es auch eingeführt. Wir haben es gespielt, Grid. Muss ich echt weiter zocken, ohne Witz. Super geiles Game. Aber es läuft gut. Ah, ich war auf Sand. Es war schlecht. Das war sehr schlecht. Muss besser werden. Du bist in der letzten Runde, Junge. Konzentrier dich. Ups. Ja, der hat die Kurve sehr gut genommen, der Typ. Ich glaube, mein Wagen hat so einen kleinen Delay. Komm schon, noch ein Wagen, dann bist du Erster.
Jetzt wird zu stark abgebremst. Okay, das Rennen habe ich gewonnen. Verlier jetzt nicht die Nerven, aber du gewinnst. Und weiter. Gut, damit sind wir Zehnter. Haben 10 Punkte. Das ist großartig. Akialami. Kenne ich gar nicht. Irgendwo in Südamerika dann, okay. Vodacom. Die Werbung sind interessant. Gib weniger Gas, wenn die Räder nicht durchdrehen sollen. Ja, ja. Okay, wir fahren wieder 2 Runden. Das ist gut. Ich hätte gerne eine Ideallinie, sage ich ganz ehrlich. Gut, dass die Bremse gut ist bei dem. Muss ich sagen, die Bremse ist von dem echt fantastisch. Tucker holt auf. Versuch ihn nicht vorbeizulassen. Weiß nicht, wer Tucker ist, aber interessiert mich auch nicht. Jamaika. Okay, in Jamaika sind wir anscheinend. Cool. Komm schon, Junge. Bleib nur noch eine Runde vorn. Hey, wir müssen ja Podium neu erreichen, ne? Bei solchen Rennen bin ich irgendwie immer angespannt, ich weiß nicht wieso. Muss ich eigentlich gar nicht sein, aber... Ja, man möchte keinen Fehler machen, man möchte super... Ja, weiter so. Und das Rennen gehört uns. Man möchte gut fahren, deswegen und... Leider sind jetzt keine schwierigen Rennen, keine Strecken, die schwer sind. So, die schweren kommen, denke ich mal, noch.
Gatsby. Cool, Mann. Du hast es geschafft. Wir sehen uns im Trailer. Klar. Du machst deine Sache gut, Junge. Leider haben wir nicht mehr viel im Sparschwein. Gutes Rennen. Nein, danke. Nein, danke, was? Was immer du verkaufen willst, nein, danke. Hey, Scotty, halt mal die Luft an und lass deinen Freund hier nachdenken. Cat Silver, erfreut dich zu sehen. Sportagentin, sie will dich managen. Vergiss es, Puppe, wir sind unabhängig. Außerdem kenne ich dich überhaupt nicht. Hey, von deinem Jungen hat auch noch niemand was gehört. Na und? Wir fangen beide an und haben Potenzial. Wir haben Rechnungen zu bezahlen. Genau. Ihr braucht Geld. Hier ist der Deal. Ich habe dich beobachtet. Ich mag deinen Fahrstil. Wenn du in der nächsten Meisterschaft punkten kannst, kriege ich vielleicht einen Deal hin. Was für ein Deal? Ich arbeite daran. Was Mr. Irving angeht, in puncto Rennen macht ihm niemand was vor. Aber wenn es ums Geld verdienen geht, bin ich die erste Wahl. Danke für den Drink, Scotty. Bist du immer so freundlich oder gibt es noch Hoffnung? Das wird schon noch. Okay. So, hier können Sie 30.000 gewinnen. Wow, Formula Ford. Ja. Muss nicht sein. Gut, zwei geschätzte Meisterschaftsdauer. 6 Minuten 13 Sekunden. Okay. Ach ja. Alton Park. Kurz. Ah, okay, das war die. Los geht's. Nicht vergessen, es geht darum, Preise zu kassieren. In dieser Meisterschaft musst du 30.000 verdienen. Dann mal los. Zu viel Gas. Achte nächstes Mal auf deine Drehzahl. GG. Komm ich nicht mehr weg. Ich sag ja, wenn du da einmal einen Unfall machst, GG. Vorbei sofort. Nicht vergessen, es geht darum, Preise zu kassieren. In dieser Meisterschaft musst du 30.000 verdienen. Und das passiert dann, wenn du dich einhakst. Deswegen muss man immer so ein bisschen chilliger sein. Ja, gut, das wird dann öfters jetzt der Fall sein, ne? Dass wir immer Try and Error machen müssen, weil. Ja, die Räder können sich sehr schnell ineinander verhaken und dann ist halt vorbei. Gefahren. Wenn das passiert, habt ihr ja gerade gesehen, keine Chance. Das ist
ist deine letzte Runde, Junge. Konzentrier dich. Du hast einen kleinen Vorsprung, Junge. Konzentrier dich. Nächster. Die 20.000 nehme ich hier mit. So wird's gemacht. Ich überlege mir schon mal, wie ich das Geld ausgebe, das du gewinnst. Schön, dass du schon mal ausgeben willst. Und ich es noch mühsam verdienen muss. So, das heißt, wir müssen mindestens Vierter werden. Sollte eigentlich möglich sein. Ja. Das ist halt, wenn du gut vorarbeitest, so, ne? Weil die Strecke sieht scheiße aus. Sehr, sehr viele scheiß Kurven. Deswegen, das wird nicht ganz so lustig. Dann sowas. Keine Chance. Sobald die sich verhaken, erstmal überholt mich jeder. Da ist dann schon GG. Naja. Letzter, wegen einem Fehler. Und der Kollege? Gar kein Problem, gar kein. Der kann direkt weiterfahren. Ach Mann, ich hasse Formula One. Ja, weil die so Stelzen Räder haben. Deswegen mag ich die überhaupt nicht. Überholt.
Straße. Gib Gas! Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt was von dem Geld sieht. Dass man da irgendwas mitmachen kann. Ich glaube nicht, das ist einfach nur Ziele, die wir erfüllen müssen. Gute Arbeit, Mann. Jetzt guck nur noch ein Wagen vor dir. Ich glaube, ich lasse den auf dem ersten. Außer lässt mich vorbei. Ist ja nett. Ich schleudere einmal. Ja gut, dann nehmen wir uns den ersten Platz. Juckt mich jetzt gerade eigentlich nicht. Ich hätte auch den zweiten genommen. Gute Arbeit, lass die Kasse klingeln. Wir sehen uns in der Box. Ich muss ans Telefon gehen. Ja, die maximale Kohle haben wir bekommen, ne? Ich hab doch gesagt, dass ich es geschickt habe. Ehrlich, habe ich euch jemals angelogen? Ihr kriegt das Geld nächste Woche, spätestens versprochen. Ja, ja, ich weiß. Bis dann, Lieferanten. Gutes Rennen übrigens. Schon gemerkt, die kleine Habt-Vertrauen-Jungs-Lady ist nicht gekommen, so eine Überraschung. Hallo? Wer? Lustig, gerade haben wir von dir geredet. Sie möchte dich sprechen. Hi, tut mir leid, dass ich nicht wie versprochen da bin. Aber ich habe ja einen dicken Fischer in der Angel. Mach einfach weiter, okay? Ich werde bald etwas für dich haben, versprochen. Das Einzige, was du von der kriegst, ist Ausschlag. Hol besser etwas Preisgeld, Junge, oder wir sind beide arbeitslos. Alles klar. Er hat sogar die maximale Summe geholt. Also, was wollt ihr noch? So, erzielen Sie hohe Punktzahlen. Achso, das brauche ich ja. Ist ja egal. Wir können einmal die Pacific American Tour machen oder die Seat Leon Super Cooper. Ah, wir machen mal die. Oh, es sind drei Rennen. Ja, gut. 70.000 muss ich. Ich habe es gerade schon gesehen. Scheiße. 70.000, Bruder, dann muss ich ja die ganze Zeit immer Erster werden. Oder nahezu Erster. Oje. Das finde ich gut. Ich weiß auch gar nicht, wie das Auto ist. Wenn das Auto gut ist. Weinmann, Teilmann, wir müssen immer noch 70.000 gewinnen. Okay, die Stelle ist das nur. Den Gran Turismo natürlich zigmal gefahren. Das war noch besser überholt. Und das war sehr, sehr schlecht. Ja, warte, warte, geh rechts, 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 rechts. Leute, warum rechts nicht? Meine Güte. Gut, und schon sind wir wieder ganz schlecht. Ja, die Kurve scheiße genommen und der wollte nicht schnell genug wieder nach rechts. So. Ich muss hier auf jeden Fall 30.000 holen, also ich muss den ersten machen. Ich hoffe mal, dass die anderen Strecken nicht so
schwer sind. Halt deine Position, Mann. Epson ist direkt hinter dir. Diese nicht einsehbare Kurve finde ich scheiße. Kleine Anhöhung und du siehst ja nichts. Mag ich überhaupt nicht. Aber den ersten habe ich mir geholt. Ja.